Kommt von draußen, Alter. Mamma mia! Javanti! Pizza, Pizza, Pasta! Spusi! Cooking Simulator! Oh, mein Handy. Caputo! Ich suche jetzt das Salz und ein bisschen Hefe wäre auch geil. Okay, also das ist das Mehl. 3,5 Liter. Ja, passt. Das muss in so eine Teigmischanlage bestimmt. Knet. Hier, sowas! Teigmixer! Wir knallen da selbstverständlich 3,5 Liter Mehl rein. Beziehungsweise 3,5 Kilogramm. Weg. Jetzt Wasser. Hier, Kanne. Jawohl. So, machen wir mal 2,4. Na, wer muss auf Klo? Stopp. So, rin. Oh. So, Salz und Hefe. Ich weiß ja nicht, ob ich das kaufen soll. Kaufen. So, was muss da rein? Alter, geht das nicht schneller? Noch 10, richtig? So, er wird ein bisschen salziger. Ist ja aber nicht schlimm. So, und jetzt Hefe. Klops, das war's. So, gut. Jetzt schalten wir das Ding an. Oder wie, oder was? Kuh? Ah, hier ist der Knopf. Ab in Müll. Ja, Mann. Okay, dann machen wir jetzt eine Soße. So, für eine schöne... Eine? Hä, nimm doch alles. Moment, nimm doch bitte... Ah, 1,5 Kilogramm. Ah, eine sind 100. Das heißt, ich brauche 15. Muss ich die jetzt alle einzeln hier... 3, 4, 5... Für eine Pizza? 1,6 Kilogramm? 6, 7, 8. Jetzt? Ja, Knoblauch, 20 Gramm. 1, oh, sicherheitshalber 5. Knoblauch kann man nie genug haben. So. Und hoch. So, Olivenöl. Kaufen. Bitte? So lauf ich nicht auch durch die Küche. Oh! Ich wollte was anderes sagen, aber ich habe neue Drehung. Sicherheitsabstand, Sicherheitsabstand! Aber Hauptsache, Tor drauf! Oh, das plätschert. Abtropfen lassen. Oh, oh, das war jetzt ein bisschen viel. Naja. So. Wenn man... Hä? Wenn man beide Hähne aufmacht, passt doppelt so viel Wasser rein. I show you. Jetzt mache ich nur einen Hahn. Galileo Mystery mit Ayman Abdallah. Wie viel Wasser passt in eine Kanne? Wie geht das denn? Nur mal zur Erklärung, was gerade passiert ist. Man hat hier die Option verbrennen. Ihr wollt mir sagen, das war jetzt wieder alles für einen Arsch? Was ist das für eine Scheiße? Ja, hier, Ihre Bestellung. Ihre Bestellung, hallo. Kuckuck. Bing. Ich bin fertig. Hä, wo tue ich die jetzt hin? Noch schön anrichten, wa? Schön auf dem Teller, oder was? Teller, basic. So. Hä? Ey, gut, gute Idee. Warte mal, ja. Die ist jetzt ein bisschen verbrannt, gebe ich zu. Aber in einem professionellen Restaurant, à la Italiana, alla, weiß man mit sowas umzugehen. Folgendes. Wir decken jetzt einfach frische Salami obendrauf. Aber nicht komplett, eher so ein bisschen verteilt und fällt es auch nicht so krass auf, weil das vermischt sich dann mit
den übrigen verbrannten Salamiteil. Vielleicht noch so ein bisschen Gewürze drauf. So ein bisschen Basilikum. Ist auch gut fürs Auge, finde ich. Was haben wir noch? Einen schönen Schinken, oder? Oliven, komm. Mais. Jetzt wird es ein bisschen wild. Das ist doch aber auch in Ordnung. Also, Mais. Ah, sehr gut. Jetzt die Oliven. Schön ordentlich. Oliven sind geil, ey. Kann man nicht verkehrt machen, ne? Ja, jetzt ist doch mal gut. Hey. Hey, hör auf. Hallo. Hör doch auf! Ich kann nichts machen. Escape. Das unendliche Glas. Welthungersnot behoben. Einfach so nebenbei in einem Hand-of-Blood-Video. Die Aufnahme geht 5 Stunden 42 Minuten und ich würde sagen, das Experiment ist missglückt. Also was krasses, offensichtlich ist der Hocker hier umgefallen und auf dem Boden ist ein nicht unerheblich großer Anteil an Oliven. Aber das Spiel stirbt. Also es ist ein Wunder, dass das Spiel noch läuft. Das ist eine FPS-Rate, da kann ja die neue PlayStation von träumen. Das ist Hammer. Ich frage mich natürlich, wie das hier nach einer Woche aussehen würde. Am liebsten würde ich es laufen lassen, aber die Videodatei wird immer größer. Es werden immer weniger Frames. Anyways, ich hoffe, das Video war cool. Ich wollte einfach nur die scheiß Pizza retten.